Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 13 mittlerweile. Ich sitze hier mit dem Sebastian in der Lobby, in der kleinen Bar, weil wir jetzt nämlich was für Textcalibur drehen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, was daraus geworden ist, dann könnt ihr einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Da wird das Video wahrscheinlich schon online gegangen sein. Und könnt ihr euch einfach mal angucken. Wer weiß, ob es euch gefällt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir mit den anderen was essen gehen oder so. Bis gleich. So, wir sind jetzt draußen. Die Gang ist auch schon da. Und es ist mal wieder eine sehr angespannte Stimmung. Ich hab gehört, es gibt Streit, Leute. Es gibt Streit, oder? Es gibt Streit. Es gibt Streit. Es gibt Streit. Ah, es gibt Streit, oder was? Ja, schon. Nicht so laut, die Leute gucken schon. Kein lauten Streit. Es gibt Streit. Kein lauten Streit. Kein lauten Streit. Es gibt Streit. Kein lauten Streit. Kein lauten Streit. Kein lauten Streit, bitte. Aua! Leute, es gibt Streit. So angespannt hier. Es ist sehr angespannt. Wir müssen wieder aufhören. So, wir sind jetzt ein bisschen durch die Stadt gewandert und suchen im Prinzip die Segway-Tour. Haben dabei aber was ganz anderes gefunden, was ihr jetzt gleich im Hintergrund sehen werdet, wenn ich mich jetzt hier mal drehe. Hä? Was ist das denn da hinten? Oh, jetzt stehe ich davor. Was ist das denn da? Was könnte das sein? Wisst ihr, was das sein könnte? Nein. Nein. Louvre. Da, genau, das ist der Louvre. Das ist doch der Louvre, von dem alle reden. Nee, das Wetter ist gerade nicht so gut, wie ihr sehen könnt. Aber, oh, wir haben Segways gefunden. Wir gucken mal, vielleicht wird das nächste Video schon vom Segway, vielleicht wird es aber auch irgendwo in der Nähe vom Eiffelturm oder Louvre. Wer weiß, es bleibt spannend. Woo! Na, ob das bei euch wohl gerade genauso ist? I doubt it. So, wir sind jetzt hier am Segway-Stand. Ich habe mir jetzt schon so einen coolen Helm hier gegönnt, muss meine Brille tragen, damit ich auch nicht die ganze Zeit irgendwo gegenfahre. Und unsere Segways haben halt Namen und mein Segway heißt Segatron. Und hier die anderen, die haben alle so blöde Namen, aber meiner heißt auf jeden Fall Segatron. Also ich vertraue. Wie heißt deiner? Segmund Freud. Oh, Segmund Freud. Alter, von denen heißt einfach Segmund Freud. Ist das geil, Alter. Wobei ich fände ja auch eigentlich, ist egal, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Wir sehen uns später. Yo, wir sind jetzt hier auf dem Place de la Concorde. Und ich meine, ich bin sowieso Riesenfan von Paris. Paris ist für mich die allergeilste Stadt der Welt. Aber ich muss zugeben, mit dem Licht, mit den Segways, es sieht zwar von außen wahrscheinlich super dämlich aus, aber wenn man draufsteht, es ist einfach so krass. Und ich weiß, ich habe das schon sehr, sehr oft gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass heute wirklich einer der besten Tage, wenn nicht sogar der beste Tag des Roadtrips ist. Alter, das macht so viel Spaß, auf den Dingern zu fahren, das ist unglaublich. Ich versuche gleich mal zu filmen, während ich auf dem Ding bin, und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie ungefähr das aussieht. Aber schaut euch mal das Wetter an, Alter. Eiffelturm im Hintergrund, mega. So, ich rede gerade noch davon, was das für ein schöner Tag ist, und auf einmal fängt mein Segway an zu blinken, macht so brrrt brrrt und lehnt sich so ganz weit nach hinten, und dann bleibe ich so stehen, und Kluge meint so, und Felix auch, ja, bleib mal stehen, das läuft dann gleich wieder. Ich bleib stehen, auf einmal fängt es an zu leuchten, alles piep piep piep. So, okay, anscheinend ist einfach nur die Batterie alle, trotzdem halt. Das kaputt gemacht. Trotzdem natürlich ein bisschen unangenehm. Kein Segway für Florian. Ihr seid immer so gemein zu mir. Mir passieren immer schlechte Sachen und ihr hackt auch noch drauf rum. Quatsch. Finde ich richtig gemein zwar, aber... Ich finde das traurig und ich bin dann auf deiner Seite gerade. Aber an diesem schönen... Hör auf. An diesem schönen Tag kann meine Laune eigentlich durch nichts getrübt werden. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns gleich. Guckt euch das einfach mal an. Man sieht den Eiffelturm im Hintergrund, die Sonne ist gerade untergegangen. Und Dena, okay, das ist das Einzige, was das Bild ein bisschen kaputt macht. Aber sonst, Hammer, Leute, Hammer. Woo! So, wir sind jetzt hier schon am letzten Stop unserer Segway-Tour angekommen, und zwar am Eiffelturm. Und es ist mittlerweile schon dunkel, weil mein Segway vorhin kaputt gegangen ist und der von Dena ist auch zwischendurch halb kaputt gegangen. Aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem cool, selbst wenn es bei Nacht ist, vielleicht sogar bei Nacht noch cooler, ich weiß es nicht. Guckt euch einfach mal diese Kulisse an. Man kann nicht viel erkennen wegen dem Fischei, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Wie fandet ihr es bis jetzt? Ziemlich cool, sieht gut aus. Ich weiß nicht, also wenn ihr jemals die Chance haben solltet, Segway zu fahren, es sieht zwar irgendwie ein bisschen bescheuert aus, aber es macht einfach so Bock, es ist einfach wie Jetski fahren auf dem Bürgersteig. Ich habe es zwar gerade schon gesagt, aber ich sag's nochmal. So, jetzt guckt euch mal an, was mit dem Eiffelturm passiert. Ich weiß gar nicht, ob man es so gut erkennen kann, auf jeden Fall blinkt der hier rum, als gäbe es kein Morgen mehr. Und ich konnte alle eigentlich bisher überzeugen, dass Paris einfach eine Hammerstadt ist. Es gibt keinen... kommt und so sagt...
Also schön ist das jetzt nicht. Ist entweder behindert. Ey, sowas sagt man nicht. Ja, behindert im Sinne von doof. Ja, aber behindert sagen wir nicht im Sinne von doof. Wir sagen, der ist doof. Wer hinkommt und sagt, das ist nicht schön, der ist einfach nur doof. Einfach nur ein Doofi. So der wie Taddel. Flori. Bis später. So, Leute, das war's für heute aus Paris. Paris. Was ein Megatag, oder? Schwenk doch nochmal darüber. Also ich meine, man hat zwei in den Videos von heute Mittag schon gesehen, wo wir Segway fahren waren. Ich habe es schon so oft gesagt. Das war definitiv einer der besten Tage meines ganzen Lebens. Oh. Es war so geil. Einfach, ich weiß gar nicht mehr, was dort ich noch dazu sagen soll. Gesagt, er ist mit seinen Lieblingsmenschen in seiner Lieblingsstadt. Das war richtig süß, Alter. Was soll ich noch dazu sagen, Leute? Morgen geht's weiter nach Amsterdam. Aber wir sind auch noch ein bisschen in Paris. Ich bedanke mich in Paris. Wie immer bei euch fürs Zuschauen. Leute, ich bin einfach so happy. Wir sehen uns morgen. Ciao.